Twitter und Facebook sperrten 2019 und 2022 Accounts mit Verbindung zur kubanischen Regierung. But I'm like, why though? Weil Kuba seit 1959 ein kommunistisches Land ist, versuchen die USA auf unterschiedlichsten Wegen diesem Land das Leben schwer zu machen. Mal wurde versucht, Kuba mit Waffen einzunehmen und als das nicht geklappt hat, wurden Strafen verhängt, die Kubas Wirtschaft schaden sollten. Wie zum Beispiel Firmen, die nicht auf Kuba Geschäfte machen dürfen, wenn sie auch in den USA Geschäfte machen. Jedenfalls haben die USA seit 60 Jahren die bestehenden Strafen kaum gelockert. Und als letzten Oktober die Vereinten Nationen darüber abstimmen sollten, ob diese Strafen gelockert werden sollten, haben Twitter und Facebook einfach einige Accounts gesperrt, die der kubanischen Regierung nahestehen. Twitters Begründung, es seien Fake-Accounts, die Fake News verbreiten. Die kubanische Regierung ist so, ihr bringt die Stimme des kubanischen Volkes auf Social Media zum Schweigen. Ja, Kuba, Dings, du hast schon ein bisschen recht, aber Kuba ist nicht ganz ohne. Die kubanische Regierung kontrolliert seit Jahren den Internetzugang von denjenigen, die gegen die Zustände im Land protestieren. Frage der Fragen: Sollte sich Twitter in Politik einmischen und Konten sperren dürfen?